Hermann Otto Solms ist der nächste Redner für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man Herrn Platzek folgt, ist anscheinend die Opposition, jedenfalls solange sie die Regierung nicht lobt, schuld an der Krise. Das ist eine ganz neue Sichtweise. Sie sind ja nun schon viele Jahre an der Regierung. Da sind Sie verantwortlich, genauso wie die Bundesregierung für die Bundespolitik verantwortlich ist. Und Sie können sich aus Ihrer Verantwortung nicht davonstehen. Meine Damen und Herren, wir erleben jetzt nach dem Steuererhöhungsrekord einen neuen Ausgabenrekord, der mit einem Schuldenrekord finanziert werden soll. Das Interessante daran ist, dass diese Ausgaben, die Sie jetzt beschließen wollen, so zusammengesetzt sind, dass jeder in der Koalition seine Wünsche äußern konnte und sich wiederfindet, dass also für viele vieles, aber in Wirklichkeit für keinen was Richtiges getan wird. Es ist nicht alles falsch, was Sie vorschlagen. Aber von dem Falschen zu viel und von dem Richtigen ist zu wenig in diesem Paket. Und wer soll Ihnen denn glauben? Das ist ja immer dieselbe Politik. Sie verkündigen jetzt, was populär ist und was bei den Menschen vielleicht gut ankommt. Und die unangenehmen Dinge verschieben Sie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag 2015, übernächste Legislaturperiode. Glaubt doch keiner. Was haben Sie denn am Anfang dieser Legislaturperiode gemacht? Sie haben die größte Steuererhöhung durchgesetzt mit dem Versprechen an die Bürger, dass dieses der Sanierung der öffentlichen Haushalte dienen würde. Und was haben Sie getan? Sie waren trotz des Aufschwungs, trotz der hohen Steuereinnahmen nicht in der Lage, die öffentlichen Haushalte, insbesondere den Bundeshaushalt, zu sanieren. Jedes Jahr weitere Schulden. Jetzt, wo Sie gesehen haben, es reicht nicht, da ist nun die Moral vorbei. Wenn man einmal das Falsche getan hat, glaubt man, man kann es dann immer tun. Nun greifen Sie wieder dem Steuerzahler voll in die Tasche und beschließen diese Ausgaben, ohne zu sagen, wie das finanziert werden soll. Von der Schuldenbremse reden Sie seit 3 Jahren bei der Föderalismuskommission. Legen Sie sie doch auf den Tisch. Das würde zwingend zu diesem Paket gehören, dass man sagt, wie wir uns jetzt verschulden und wie wir diese Schulden wieder tilgen. Auch dazu haben Sie nicht den Mut. Und deswegen fehlt es einfach an der Glaubwürdigkeit, dass dieses zum wirklichen Ziel führt. Aber was mich noch viel mehr verunsichert, ist Ihr Verständnis von der Aufgabe des Staates in der sozialen Marktwirtschaft. Ich sehe Sie auf vollem Weg zur kapitalistischen Staatswirtschaft. Sie muten sich alles zu. Sie glauben, der Staat könnte alles. Die Bundesregierung suggeriert der Öffentlichkeit eine Allgewalt und Allzuständigkeit, die sie natürlich gar nicht hat. Der Staat hat in der sozialen Marktwirtschaft eine fundamentale Aufgabe. Es ist nicht so wie im sogenannten Turbokapitalismus, sondern er hat die Aufgabe, die Regeln zu setzen, die Spielregeln, damit fairer Wettbewerb möglich ist, damit es keine Machtentfaltung auf den Märkten gibt. Und er hat die Aufgabe, die Einhaltung dieser Regeln zu überwachen. Und jetzt schauen wir uns an, was er getan hat. Schauen Sie es an der Finanzkrise an. Es ist im breiten Maße Staatsversagen. Natürlich haben auch Manager versagt. Aber der Staat hat denen die Möglichkeiten dazugelassen. Staatsversagen auf breiter Basis. Die Regeln haben nicht mehr gestimmt bei den Finanzmärkten. Die Staatsaufsicht, die Bankenaufsicht hat auf breiter Linie versagt. Die Bundesregierung hat mitgemacht, dass die amerikanischen Ratingagenturen die Unternehmen bewerten, obwohl es ja erkennbar war, dass die Interessenkonflikte hatten. Die Bundesregierung hat mitgemacht, dass diese Bilanzierungsregeln durchgesetzt wurden, die gar nicht deutscher Tradition entsprechen und die Unternehmen zu kurzfristigem Denken veranlassen. Also Sie sehen, auf breiter Basis hat das nicht gestimmt, was da gelaufen ist, und das muss korrigiert werden. Wir haben dem Schirm für die Finanzmärkte zugestimmt, weil es hier darum ging, ein System zu sichern, nämlich den Finanzmarkt zu sichern, einen Zusammenbruch des Finanzmarktes zu vermeiden. Uns ging es nicht darum, einzelne Banken zu schützen. Nur sind die Banken dann in dem Moment auch Teil dieses Finanzmarktes gewesen. Was jetzt die Bundesregierung macht, ist schon wieder falsch. Sie versucht, sich in die Struktur der Bankenwelt einzumischen. Da, wo es notwendig wäre, Herr Steinbrück, bei den Landesbanken,
Denen dürften Sie keinen einzigen Pfennig Staatsmittel zur Verfügung stellen, wenn es nicht dort zu einer Korrektur kommt. Das beweist doch gerade, der Staat als Banker oder der Staat als Unternehmer ist nicht fähig, die Aufgaben zu erleisten. Er hat die größten Fehler gemacht. Das muss man schon den Privatleuten überlassen. Der Staat muss nur dafür sorgen, dass der Markt richtig funktioniert und dass es zu Machtausübungen und Entartungen, die es dort gegeben hat, nicht kommen darf. Da hat der Staat versagt. Jetzt geht es darum, das zu korrigieren. Und wenn Sie jetzt einen Schutzschirm für die Wirtschaft aufbauen, da bin ich ja neugierig, wer dann darüber entscheidet, welche Firma wie viel Geld bekommt. Als ob die Amtsräte in den Ministerien, die häufig noch nie eine Firma von innen gesehen haben, wüssten, ob ein Unternehmen unterstützungswert wäre oder nicht. Das kann nicht funktionieren. Der Staat muss bei seinen Aufgaben bleiben. Das ist nun mal der Ordoliberalismus, die Ordnungspolitik der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie gelernt haben und wie wir sie praktiziert haben. Und ich sage Ihnen zum Abschluss, die FDP wird ganz konsequent, prinzipientreu, die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft verteidigen und als Partei der sozialen Marktwirtschaft auftreten, auch in Zukunft. Und wer mit uns koalieren will, muss wissen, gesellschaftspolitische Reformen sind dringend notwendig. Eine Steuerreform bleibt notwendig, auch wenn Sie das Geld verschwenden vorher. Sie bleibt notwendig, weil eine Steuerreform ist ja nicht nur eine Steuersenkung, sondern es ist ein Umgestaltungssystem für mehr Steuergerechtigkeit und mehr Steuereinfachheit. Diese Reformen werden mit der FDP nur bestritten werden können, wenn sie auf der Grundlage der Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft erarbeitet und beschlossen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.